Lies im Namen deines Herrn. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Wir wissen alle, dass der oben genannte Vers die erste Offenbarung ist, die unser geliebter Prophet Muhammad, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, erhielt. Dies ist gewiss die Grundlage, um Wissen und Barmherzigkeit von Allah, dem Allmächtigen und Majestätischen, zu erlangen. Heute werden wir einen Blick auf den Nutzen werfen, sich mit dem Lesen von Büchern zu beschäftigen. Ich werde zudem aufzeigen, dass das Lesen nicht dasselbe ist wie das Lesen eines Buchs. Also das Lesen im Internet nicht dasselbe ist wie das Lesen eines Buchs. Wie einige von uns das eine durch das andere vielleicht ersetzen wolle. Ein Buch wird als bester Freund bezeichnet. Dies wird von einem der frühesten arabischen Schriftsteller, Al-Dahis, betont, indem er sagte, wenn der einzige Nutzen eines Buches das wäre, dass es einen von törichter Tagträumerei abhält und einen daran hindert, leichtfertig zu sein, dann würde es gewiss als ein wahrer Freund angesehen werden, der einem einen großen Gefallen getan hat. Es ist außerdem bekannt, dass das Lesen von Büchern Angst und Trauer lindert. Es ist gewiss wahr, dass einige Menschen nicht besonders gern lesen und es anderen schwerfällt, ein Buch in die Hand zu nehmen, wenn sie von Gefühlen überwältigt sind. Doch kann ganz im Gegenteil ein Buch einen davon abhalten, ständig über den gleichen Ärger oder irgendein anderes Gefühl, das man verspürt, zu grübeln. Aus islamischer Sicht ist das Lesen also zwingend notwendig. Da Allah dem Propheten, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, mit den allerersten Worten zum Lesen auffordert. Was sagen die Gelehrten dazu? Al-Hasan sagte, 40 Jahre sind vergangen und ich bin tagsüber oder nachts nicht eingeschlafen, ohne dass ein Buch auf meiner Brust lag. Was lest ihr gerne? Biografien, Soziologie, Politisches, Novellen, Poesie oder Klassisches? Alles einigt sich zum Lesen und alle geben einem Menschen einen Punkt des Funktionierens und der Inspiration. Regelmäßiges Lesen hilft einem dabei, Redegewandtheit und klares Sprechen zu erlangen. Also sei nicht traurig. Das Lesen hat neben der Tatsache, dass es einem dazu verhilft, der Unwissenheit zu entkommen, viele Vorteile. Es hilft einem dabei, Prinzipien und Disziplinen zu entwickeln. Es ist ein Kampfmittel gegen Hochmut und Zeitverschwendung. Wie wir alle wissen, ist Hochmut eines der größten Zeichen, vor denen man sich in Acht nehmen muss, wenn es um den Glauben geht. Wenn man von Prinzipien und Disziplin spricht, ist es wichtig zu betonen, dass der Koran unsere großartigste Quelle ist. Das Offenbarungsbuch Allahs ist tatsächlich die großartigste Quelle für Frieden und Rechtleitung. Allah sagt im Koran, dies ist ein Buch, das zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist. Es soll seinetwegen in deiner Brust keine Bedrängnis sein, damit du mit ihm warnst und als Ermahnung für die Gläubigen. Die Gelehrten sind der Meinung, dass der Koran regelmäßig gelesen werden sollte. Einige sagen sogar, dass er von einem Gläubigen jeden Monat einmal vollständig durchgelesen werden sollte. Wo stehen wir in diesem Zusammenhang?
Es wurde überliefert, dass Allah Liebling, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte, wer einen Buchstaben aus dem Offenbarungsbuch Allahs liest, der wird eine Belohnung erhalten und diese Belohnung wird verzehnfacht. Ich sage nicht, Alif Lam Mim ist ein Buchstabe. Vielmehr sage ich, dass Alif ein Buchstabe, Lam ein Buchstabe und Mim ein Buchstabe ist. Gepriesen sei Allah. Stellt euch die Belohnung von jemandem vor, der den Koran derart regelmäßig liest und ihn zudem auswendig gelernt hat. Und jedes Mal, wenn er liest, seine Belohnung vervielfacht wird. Wir sprechen hier nicht über die Börse. Allahs Worte zu rezitieren bringt dem Rezitierenden Seelenfrieden. Unbeständigkeit bringt Süße und mehrt das Licht im Herzen. Es gibt verschiedene Wege, die man beim Lesen einschlagen kann, wie beispielsweise die Biografie des Propheten, das Leben der Prophetengefährten, Hadithe, Geschichte, medizinisches und wissenschaftliches Wissen, klassische arabische Poesie oder übersetzte Versionen davon, zeitgenössische Poesie, aktuelle Themen, Natur, Sprachen und so weiter. Die Liste kann beliebig fortgesetzt werden, da es verschiedene Geschmäcker gibt. Wenn ihr das nächste Mal also sehr viel Freizeit habt oder zu Tode gelangweilt seid oder aus keinem ersichtlichen Grund nicht einschlafen könnt, dann nehmt doch ein Buch zur Hand und lest. Und lest einige Zeilen, anstatt den Fernseher einzuschalten. Warum habe ich das Internet, den digitalen Standard unserer Zeit, nicht erwähnt? Der Grund ist, dass das Internet ungleich einem Buch grenzenlos ist. Es gabelt sich und wird immer größer. Wie oft habt ihr euch dabei ertappt, in Blogs herumzusuchen und endlos immer weiter zu klicken? Derartige Medien werden sehr geschätzt und im heutigen Zeitalter der Digitalisierung benötigt. Doch macht euch nichts vor. Sie helfen in keiner Weise, wenn es darum geht, zu lernen, wie man sich konzentriert. Ich meine damit nicht, dass man sich beim Benutzen des Internets nicht konzentrieren kann. Mein Argument ist vielmehr, dass bei der verfügbaren Freizeit eines Menschen das Internet den Fokus zerstreut. Bücher sind dagegen größtenteils auf das vorliegende Thema beschränkt. Man kann sich nicht daraus hinausklicken. Gewiss kommt mit dem Wissen die Verantwortung und deshalb hat Allah die Leute des Wissens geehrt. Folglich werden wir für das, was wir wissen oder lernen, zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben viele Unterrichte gehört, viele Bücher gelesen, viele Notizen gemacht. Deshalb ist es an uns, viele Taten zu verrichten. Es ist unsere Verantwortung, das bereits Erlernte anzuwenden, um davon zu profitieren. Beginnt also heute damit, indem ihr Disziplin aufbaut, werdet konzentrierter. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Geschwister im Islam, Bildung ist das Wissen darüber, wie man sein eigenes Potenzial optimal nutzt. Man kann durchaus sagen, dass jemand sein eigentliches Menschensein, also Menschsein, nicht erlangt hat, solange er nicht gebildet ist. Die Wichtigkeit der Bildung hat zwei Gründe. Erstens, das Training des menschlichen Geistes ist nicht willkommen, solange es an Bildung mangelt. Die Bildung macht aus einem Menschen einen richtigen Denker.
Sie zeigt einem Menschen, wie er zu denken und zu entscheiden hat. Der zweite Grund, der für die Wichtigkeit der Bildung spricht, ist, dass man nur durch die Erlangung von Bildung in der Lage ist, Informationen über die Außenwelt zu bekommen, wodurch man sich mit der Vergangenheit vertraut macht und notwendige Informationen für die Gegenwart erhält. Ohne Bildung gleicht man einem Menschen, der in einem geschlossenen Raum gefangen ist. Mit Bildung hingegen findet er sich in einem Raum wieder, dessen Fenster zur Außenwelt hin offen sind. Daher misst der Islam dem Wissen und der Bildung große Bedeutung bei. Das erste im Koran offenbarte Wort war Iqra, im Deutschen mit Lies zu übersetzen. Allah sagt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Bildung Der zweite Grund, der für die Wichtigkeit der Bildung spricht, ist, dass man nur durch die Erlangung von Bildung in der Lage ist, Informationen über die Außenwelt zu bekommen, wodurch man sich mit der Vergangenheit vertraut macht und notwendige Informationen für die Gegenwart erhält. Ohne Bildung gleicht man einem Menschen, der in einem geschlossenen Raum gefangen ist. Mit Bildung hingegen findet er sich in einem Raum wieder, dessen Fenster zur Außenwelt hin offen sind. Daher misst der Islam dem Wissen und der Bildung große Bedeutung bei. Das erste Koran offenbarte Wort war Iqra, also lies, zu übersetzen. Allah sagt, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat, aus einem Anhängsel. Lies, und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Bildung ist somit der Ausgangspunkt jeglicher menschlichen Betätigung. Allah erschuf den Menschen und versorgte ihn mit dem nötigen Werkzeug, um Wissen zu erlangen. Dieses Werkzeug besteht aus Hören, Sehen und Weisheit. Allah sagt, und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein mögt. Wissenden Menschen wird in vielen prophetischen Überlieferungen großer Respekt zuteil. Aufgrund der großen Bedeutung vom Wissen hat Allah seinem Gesandten, möge Allah ihn in Ehren halten, ihm Wohlergehen schenken, befohlen, nach mehr davon zu streben. Allah sagt, und sag, mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. Der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, machte das Streben nach Wissen zur Pflicht für jeden Muslim. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, erklärte, dass die Überlegenheit eines Menschen mit Wissen über einen anderen, der nur Allah anbetet, ohne Wissen zu haben, wie die Überlegenheit des Mondes anderer Himmelskörpern gegenüber ist. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind und dass die Propheten kein Geld, sondern das Wissen hinterlassen haben. Wer auch immer dieses Wissen erlangt, hat viel gewonnen. Ferner sagte der Prophet, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, dass das Streben nach Wissen ein Weg ist, der zum Paradies führt. Er, möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken, sagte, wer auch immer mit der Absicht nach Wissen zu streben, einem Weg folgt, dem wird Allah den Weg ins Paradies erleichtern.
Beispielsweise fordert der Koran uns wiederholt auf, die Himmel und die Erde zu beobachten. Dies erregt in uns den Wunsch, mehr über die Naturwissenschaften zu lernen. Und Allah weiß es am besten.